Lieblingsfächer sind eigentlich Deutsch. Und die anderen Fächer, außer Mathe, das mache ich nicht so gerne. Aber hier mache ich viel lieber gerne Mathe und auch zu Hause, weil mir das da besser erklärt wird. Und dann in den Schulen sagen die, mach das und das. Und dann brauche ich immer manchmal öfters Hilfe. Und hier ist man, dann sagt man hier einmal, ich brauche mal Hilfe und dann kommt Herr Höhn sofort. Und bei zu Hause ist das auch genauso. Mhm. Die Regierungsbezirke Detmold und andere haben das Schulmobil schon ausprobiert und die haben so gute Erfahrung gemacht damit, dass wir gesagt haben, wir probieren das in diesem Jahr auch mal aus. Und so sind wir hier in der Versuchsphase mit diesem Schulmobil auf dem Send. Dann meistens gehen wir dann schon mal um Platz, um zu gucken, wo Herr Höhing ist. Und dann, wenn wir den schon sehen, dann denken wir immer, ja, vielleicht mache ich jetzt das Schulmobil auf und dann holen wir unseren Tornister. Und dann kommen wir alle hierher und dann packen wir unsere Sachen aus und üben dann. Und Herr Höhing kommt dann immer einmal so rum und immer um uns zu helfen, falls wir Schwierigkeiten haben. Kommt ihr denn gerne hierher in das Schulmobil? Findet ihr das gut, dass es sowas gibt oder würdet ihr lieber Karussell fahren oder so? Ich finde eigentlich gut, dass es das gibt, weil ich mache lieber gerne hier Hausaufgaben statt zu Hause. Du bist jetzt gerade erst in die Schule gekommen. Wie ist das bei dir? Wo gehst du lieber hin? In die Schule oder hier ins Schulmobil? Auch ins Schulmobil. Ja? Mhm. Aha. Ich bin nur für den Send in Münster zuständig. Okay. Jetzt ist aber der Send nur dreimal. Mhm. Und in der übrigen Zeit kann es auch sein, dass Schaustellerkinder weiterhin zur Grundschule gehen, in diesem Fall, oder zu einer weiterführenden Schule, und die bei der Oma sind und hier stationär sind und nicht auf Reise sind, während die Eltern auf Reise sind. Ach so. So, und dann gehe ich außerhalb der Sendzeiten in die Schulen noch zur individuellen Betreuung und unterstütze die dann noch. Okay. Wie ist das mit den Schulfreunden, wenn ihr 20 Schulen habt und immer woanders seid? Da ist das wahrscheinlich schwer, Freundschaften zu finden oder zu halten. Ja, oder wie ist das? Erzähl mal. Wenn man meistens direkt schon in die Schule kommt, dann fragen die schon richtig. Weil die finden das cool, wenn ein reisendes Kind in die Schule geht. Und dann fragen die direkt schon, ja, möchtest du meine Freundin sein? Hier komm. Nein, ich bin deine Freundin. Und dann geht es eigentlich ganz schnell. Aber dann, wenn man schon beste Freunde hat, dann ist das auch schwierig, sich zu trennen, weil nicht jeder geht auf die gleiche Schule, ich sag jetzt mal, die meisten gehen auf die Real, die meisten auf die Haupt- und die meisten auf das Gymnasium.